Oh shit, Alter, lag so sehr. Oh mein Gott. Und damit herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Five Nights at Freddy's. What? Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin DLC. In der letzten Folge haben wir, also ich habe die stressigste Folge überhaupt gehabt, habe ich das? Ja doch. Ich habe die stressigste Folge gewesen bis jetzt. Was haben wir gemacht? Mit diesem kleinen Music Man! Doch, ja, jetzt weiß ich es wieder. Okay, dann gehen wir wieder rein in die Lags. Das tut mir leid, das kann ich dafür. Oh shit. Oh, hallo. Hi. Zorg ervoor dat u de juiste keuze maakt. Jo, okay, von dem gequetschten Bruder. Ja, dem geht's gut. You and me forever. And ever. So ein Poster brauche ich. Look, no more vents. Every single time I get in one, it breaks or something jumps out. Nein, das ist Content. Komm ich da? Oh, Alter! Was? Wo sind wir? Was ist das für ein Game? Oh! Wir glitschen durch die Zeit. Keine Ahnung, was das war. Ich muss es ehrlich gesagt auch nicht wissen. Oh! Hola, Monsieur. Direkt die Maske runter. Alter, let's go. Alter, jetzt sind wir hier. Das Schwert steckt in der Kate Machine. Oh, der nächste Vent. Let's go. Hier kann man aber runterlatschen. Let's go. Wetten, dass da jetzt von rechts oder links wieder so ein Teil kommt. Ja, wenn das passiert. I bet those security notes are all the way down there. Da wette ich auch drauf. Alter, was ist das? Waffenrezept. Freddy! Freddy Fazbear. Ach ne, wenn man da runter geht, dann ist man unten. Wenn man irgendwo runter geht, dann ist man unten. Willst du noch schauen, ob es irgendwie Geschenke oder so hat? Stimmt. Nix hier. Die stecken den Kopf in die Wand. Hey, Portal! Oh shit. Hey, aber das war ein Einwegportal. Hallo. Egal, jetzt muss ich. Okay, ich gebe Gas. Wir können die Maske nicht abziehen. Okay, hier ist Nummer 1, glaube ich, oder? Das hier. Ach bitte, komm einfach nicht. Doch, komm, das wird lustig. Oh, hallo. Wodurch? Ah, da weiß man. Wie komme ich da hin? Dankeschön. Das Wichtigste. Freddy Lunchbox. Das, ne, Freddy Lunchbox mitzunehmen. Das ist das Wichtigste. Die Gefahr nähert sich. So einfach, let's go. Ab ins Portal. Tschüss. Prototyp. Ich lauf vorbei. Freddy? Na. Freddy? Oh, nee. Alter, geil. Oh! Ah, nicht so geil, nicht so geil, nicht so geil. Ja, komm, genau jetzt ist keine Cutscene mehr. Oh mein Gott, ich hab nicht. Oh mein Gott, Alter, mein Geschenk. Alter. Ja, das sieht nicht so gesund aus. Okay, let's go. Freddy! Oh nein, wodurch? Ja, da kommt mir noch eh nicht nach, oder? Doch. Ich schau aber nicht nach. Es klingt so, als wäre er jeden Moment hinter mir. Ach Gott. Warte, ich mach den aus. Wohin? So. Kann ich jetzt nach da vorne? Wo ist er, der Dreck? Wo ist er? Also, der Ton kommt von rechts. Er wird immer lauter. Oh! Oh, nee. Weh, hä? Oh, oh. Das, Alter. Nein! Nein! Ey, wieso hast du es abgezogen? Ja, ich wollte wissen, ob es wirklich, also anscheinend, wenn du die Maske anhast, dann... Ja, ich denke, das muss aber so sein, weil es ist ja ein Prototyp. Och nö, Luftungsschächte drauf. Hallo, hier bin ich. Ja, dann Freddy, hat mich gefreut, ne, aber tschüss. Oh! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nee! Warum schaue ich hier zu? Warum mache ich das? Warum habe ich mich am Anfang dazu einverstanden erklärt, dir bei diesem Projekt zu schauen? Oh, renn, mein Lieber, mein das Lieber! Hoch zu Oh. Alter. Oh Gott, es laggt sehr dick. Freddy. Hä, haben wir ihn vorhin schon? Nein, Freddy Landrut? Doch, ja. Wo sind wir? In der Küche. Hear me. I finally have a clear signal. Gregory, I shut down all the security nodes. I'm in the Roxy Party Garage. Am I close? Almost. There's still one node left that's keeping the underground sealed. Where? Roxy's the final node. You need to deactivate her. But... Save me, Cassie. Please. Also ich möchte es nicht sagen, aber der klingt ein bisschen weird. Ja, vor allem wie er weiß, wo wir genau durch müssen, damit wir dorthin kommen. Das ist ein bisschen sass, weil theoretisch hat er doch auch keine Ahnung. Der ist 5 oder so. Ja, oh nee, ja 5, Junge. Aber weißt du, was ich meine? Also er ist glaube 12 oder so, keine Ahnung. Ja, trotzdem, der kann nicht so eine genaue Wegbeschreibung geben, wo bist du jetzt und da musst du jetzt das machen. Also er kann hacken halt, weißt du. Also der 12-jährige Hacker, man kennt ihn. Der Gregory ist mir einfach ein bisschen zu sass. Zu sass, bisschen, ey. Ich finde es cool, wie du bei mir jede Sekunde irgendwo anders bist. Das ist richtig verwirrend im Fall.
Nein, danke, nein, danke. Nein, 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 nein. Will aber nicht zu der. Das geht doch nicht. Wer ist das jetzt? Unser Lieblingscharakter. Hast du schon wieder alles vergessen, was wir gelernt haben? Ah, die ich würde. Smash or pass. Das nehme ich absolut nicht rein. Also. Smash. Oh, shit. I remember your special day. Hey, sie kennt uns. Na komm, lass sie umbringen. Let's go. Nee, Junge, yeah. Sie ist die Einzige, die sympathisch ist. Yeah. Hä? Sollte irgendwas passieren, oder? Hä? Hey. Ich glaube, es hat ein bisschen... Ich glaube, es hat ein bisschen gebaut gesagt. Eigentlich nicht. Von mir jetzt? Danke. Jetzt habe ich meinen Crush abgestellt. Gut gemacht, das war... Der letzte Sicherheitsknoten. Ich konnte lokalisieren, von wo aus dein Freund funkt. Das Signal kommt von unter dem Raceway. Achtung, ab hier kannst du keine Verbindung mehr zum Veni-Netzwerk. Hast du, nicht kannst du, hast du es. Oh nö. Das kann nur was Gutes bedeuten. Geh da rein, Jamie. Ja. Yeah. Und hier passiert schon. Ja, wo sind... Yeah. Ja, im Keller, ne? Digga, was zum Fick ist das? Das ist ja nicht mehr VR, das ist ja alles echt hier. Junge, die haben einen Keller da unten. Da könntest du glatt eine Geisterbahn aufstellen. Eine Bratwurst mit ein bisschen Zwiebelsauce und ein bisschen Rösti. Das wäre jetzt geil. Also Rösti, boah. Hä? Ah! Es ist einfach genau gleich hell wie vorher. Oh, da ist ein Geschenk. Ui, mach auf das Ding. Dankeschön, ein Fast Token. Das ist Candy Cadet. Was ist der hier? Candy Cadet. Drücke E um verwenden. Now I will tell you a story about a mother and a little boy who lived alone in a cabin in the dark woods. There was a monster in the woods, but the mother caught it and kept it locked in the basement. The monster always made scary noises at night, but the mother would tell the boy not to worry because it could never get out. Then she would sing the boy a lullaby to sleep one day. The monster stopped crawling and instead listened and learned the lullaby. The next day when mother went out to find food, the monster sang the lullaby from the basement. The little boy heard the lullaby and opened the door. Okay, jetzt ist Game Over. Die Mutter hat ein Monster in den Keller gesteckt. Das Monster hat die Mutter imitiert. Der Junge hat den Keller geöffnet und das Monster ist rausgekommen. Ja, klingt so ähnlich. Ja, so war, so war. Hier nochmal, ey, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Boah, jetzt haben wir mit Vollgas aber 4 Stück. Okay, warte. Die lang zuerst, okay. Ich lasse jetzt mal das Ganze drin, ohne dass ich so tue, als hätten wir es direkt geschafft. Ja, laber nicht. Ich hab's geschafft. Hier hat's eine Treppe. Ein Rucksack. Kann sein, dass jetzt deine Maske wieder funktioniert. Ja, hey. Ah. Hier haben wir was Dickes. Hier haben wir auch was Dickes. Das ist ja voll easy, Alter. Hey, let's go. Ah, also ich weiß noch, in der VR-Welt, du hattest da vorne noch so ein Teil, wo du alles deaktivieren kannst. Oh nein, das wurde schon deaktiviert von Gregory oder so. Hier hat es ein fliegendes Schild. Warte, ich kann es drücken. Nein, doch nicht. Ich kann den Computer hier drücken. Sicherheitsprotokolle deaktiviert. Möchten Sie wirklich fortfahren? Nee. Ach, dann halt ja. Oh. Oh. Alter. Das ist ein Mix. So wie... Man könnte meinen, es ist ein Horrorspiel, Junge. Ja, baba. Mit dem Stapelgabler geht's gut. Dem Stapelgabler, genau. Na logisch. Hey. Oh mein... Ja, das ist Gregory im Fall. Das, ey, wenn du nicht wusstest, wie Gregory aussieht. You're not Gregory. Nee, das ist er nicht. What are you? I'm Gregory. Yeah. Yo! So. Hallo, ich dachte, ich hab dich umgebracht. Ha, it's a prank. Ah, da, hier werden Mülltonnen geschmissen. Wer ist er jetzt? Kann ich bitte weg? Ich will nicht. Lass mich weglaufen. Nein, du sagst. Ah! Au! Du Kopf! Hallo! Huren! Ah, nein, ich wollte nicht beleidigen! Nein! Ja, jetzt musst du selbst laufen. Oh Gott. Ey, ich bin so glücklich, dass ich das nicht machen muss. Oh, wir sind falsch gelaufen. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ja, wir sind falsch gelaufen, ne? Oh, ne. Natürlich hier, ne? Unfair. Right, okay. Er sagt dir mal, wo du durch musst. Immerhin. Almost there.
Oh, da wieso war da die Tür? Irgendeine Tür war da offen. Renn doch. Och nein, nochmal. Oh nein. Oh Gott. Oh noch wieso? Ja, natürlich lauft er jetzt langsamer. Danke dir, Monsieur. Oh nee, der kommt immer näher. Ja, los, geh, los. Oh mein okay. Gott. Zack, zack, zack. Zack, zerab, Doge. Oh mein Gott. Alter. Diese Hand ist weg. Ah, oh, hallo Gregory. Danke. That thing in the sinkhole tricked you. The Nexus security program was designed to keep it hidden. Also dieser Hase. You shut down the security, and now it's free. Oh, okay. It's not your fault, but we can't risk being followed. I'm sorry. Was? Gregory? No! Hey! Yeah, okay. Oh, hallo, 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 hallo! Oh mein Gott! Wenn es jetzt fertig ist, bringe ich hier alles und jeden um. Es wäre richtig asozial, wenn jetzt heißt, Ruin DLC 2 musst du jetzt kaufen. Hey. Was? Halt die Fresse, Junge. Tschüss. Jetzt laufen gerade die Credits und es gibt immer Post-Credits meist, weißt du. Am Schluss noch was? Ja, gut. Ja, dann warten wir eben. Okay, ist weg. Cassie. Ja, Mann. Deswegen haben wir jetzt gewartet wegen dem Cassie. Ich kann hier noch Chapter 9 spielen. Warte, ich dip mal kurz in Chapter 9 rein. Oh, ich starte hier. Also im allerersten Durchgang sind wir hier links gegangen. Warst du doch gar nicht durch. Hier, was noch? Alter, wir haben einfach ein anderes Ende gefunden. Oh. Yeah! So gefällt mir ein Outro doch schon mehr. Anscheinend war's das. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Cedric, bedankst du dich auch fürs Zuschauen? Ja, bedanke ich mich auch. Danke, dass ich dir zuschauen durfte. Und damit sage ich, Wiederschauen und reingehauen. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.